heute Abend essen wir mal Kinderportionen. Mal gucken, wie die Kinderportionen ausfallen. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, wir sind im Russia-Park und heute Abend ist Grillabend und es ist gut besucht. Es ist erst kurz nach 6, aber schon gut besucht. Ja, warten wir mal auf den Thomas, der war mal wieder zu spät. Und hier sind also Enten und Haxen, Enten, Ente und Hähnchen. Ja, und hier sind die Jumbo-Haxen und Enten. Eine davon gehört uns. Ja. Der Grill, den hat der Winner von mir gekauft. Da kann man die Drehzahl einstellen, wie schnell die da drehen soll. Ja, und wenn man das sieht, es ist sehr, sehr gut besucht. Ja, zum Glück, dass ich reserviert habe, jetzt ihn bestellt habe und den Tisch reserviert habe. Thomas ist natürlich mal wieder nicht pünktlich geworden. Vom Strand nach Hause muss er natürlich zig Kollegen anfahren. Wir wollten nach 4:15 hier sein. Ja, da kam er jetzt gerade erst auf dem Zimmer. So. Ja, aber zum Glück habe ich den Tisch reserviert, jetzt mal fest. Sonst hätten wir nämlich irgendwo an der Theke sitzen. Ja, mal wahnsinnig, wo er kommt. Sie ist jetzt auch eingetroffen. Ja, genau, nach langer Zeit. Nach langer Zeit. Muss ich erstmal noch ein paar Glimmstängel kaufen. Ja, genau, was du so alles weißt. Der Schornstein muss immer rauchen. Du weißt, der Kamin muss qualmen. Ja. Ja, komm, dann lass uns wieder vertragen, ja. Ja. Erzähl Prost. Mir nochmal, dass ich auf der anderen Straßenseite rauf bin. Prost, Prost. Prost, Leo, Leo. Zwei halbe Enten. Zwei halbe Enten? Ja, Gerd, du eine halbe. Ich eine halbe, ey. Ich bin schon mit einer Keule, hab ich schon hier noch. Die Ente. Cool, sie nimmt sie auch auf. Gertrud, nehmen Sie meine Hand, die Haxe, damit man sieht, wie groß sie ist. Pack sie mal an, gib sie mal hoch. Scheiß, was? Ja, es heißt so. Ja, sonst ja auch nicht. Und jetzt beißt mal da rein. Nee! Drei Lagen Bratkartoffeln, Rotkohl. Ja, und dann die Ente. Ja, und dann lassen wir uns mal schmecken, eine Vorweihnachtsente. Guten Appetit. Hansi, schmeckt. So, das hat so perfekt geschmeckt. Ich habe nur noch die Knochen übrig. Ja. Eine perfekte Haxe. Ja. Butterzart und dann ist der Rest. Die kann ich aber nicht beißen mit meinen kranken Zähnen. Ich versuche es aber da abzulecken. Wie hat es dir geschmeckt? Gut, aber super. Ich kann nicht so viel. Das kannst nicht. Und Hansi, du bist noch am Kämpfen. Ich bin jetzt mit der Ente am Kämpfen. Ach, die Haxe hast du? Mit der Haxe bin ich fertig, aber ich muss jetzt noch die Und, Ente. Und, wie war? Bekämpfen. Alles prima. Ja, siehst du auch, wie prima. Ja. Guck mal, da. Leute, wenn ihr auch beim Grill am Freitag mit dabei sein sollt, auch zu Hause. Geht auf Google. Ein halbes Händchen. Russia Park. Da kommt und Russia Park. Geht da auf Telefon. Schon und das schmeckt super, ne? Haxe in der Hähnchen. Hat ja auch super geschmeckt, die Ente. Ne? Das ist nicht so fettig, ja, oder? Und dann würde ich mal sagen. Nee. Essen war richtig gut. Ja, ich morgen alle Zähne hier und raus. Da habe ich ein Problem. Da kann ich kurz schauen, erstmal zum Zahnarzt. Vielleicht sieht man sich mal in Russia Park. Reparieren können die da auch nicht mehr viel. Und dann würde ich mal sagen, heute. Mal tschüss, der Dieter vom Russia-Park kommt bald her. Ja, ich bin schon dabei. Richtig gute Ente. Ja, tschüss.